Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge The Frozen. Und mir juckt mein Öhrchen. Kann sein, dass ich es vom Haarewaschen kommt. So. Ich weiß nicht, haben wir es Tag, haben wir es Nacht? Wir haben es. Keine Ahnung. So, meine Kopfhörer wollen heute nicht so richtig sitzen. Nicht so wirklich heute. Wo waren wir überhaupt stehen? Ach ja, genau, da waren wir stehen geblieben. Ha, ist schon wieder ganz vergessen. Ach ja, genau. Unseren Pavillon, den ich so toll finde, den ich hier hingesetzt habe. Und ich sehe einen Baum, den wir fällen können. Und einen Hase, der einen Koffer schiebt. Alles klar. Das ist völlig normal. Hatten wir das jetzt eigentlich fertig? Ja, ne? Mal gucken. Also außer oben das Dach. Ja, das haben wir fertig. Gut. Dann ist das ja... Ja. Abgeklärt. Feuerzeug kannst du eigentlich ausmachen? Dann würde ich sagen... Gehen wir noch den hier fällen, weil der steht da so allein und ich denke, der freut sich sicherlich, wenn ich ihn mitnehme. Und ich muss gleich was essen, ganz vergessen. Ah, er fällt sehr gut. Das ist nice. So, ich würde sagen, mache ich den Pavillon als erstes? Das ist eigentlich egal, oder? Ach komm, wir machen erstmal den Pavillon weiter. Ob ich jetzt das Dach weitermache oder ein Pavillon, ist ja völlig Schnuppe. Wir haben hier im Endeffekt eh Baustellen. Mehrere. So, ich würde sowieso sagen, wirklich, dass ich jetzt mal ein bisschen weiter baue. Mit Höhenerkundung gucke ich mal. Da werde ich, glaube, nochmal ein separates Spiel aufmachen und wegen der Helligkeit gucken. Weil es ist ja echt recht duster und das ist ein bisschen doof. Ups. Da bin ich. Gegen meinen Schreibtisch gekommen. Passiert. So, wollen wir mal irgendwas trinken, was essen? Also wenn mich heute niesen sollte, dann weiß ich, dass es an den Katzen liegt. Wir haben die Decken heute reingeholt. Oh, die waren voll mit Katzenhaaren. Alter Schwede. Okay. Da war meine Hasenfalle. Ach, ich habe gar keinen. Ja, ich vergaß. Grauenvoll. Aber es ist für einen guten Zweck. Genau. Das ist doch super. Hier waren noch immer ganz viele. So, ein paar von ihnen sammeln. Achso. Boah. Ich sag ja, Katzenhaare. Ich hab die sowas von in meiner Nase. Glaube ich, hab gerade gedacht, was der denn? Wir brauchen ganz viele. So, da ist noch einer. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Ganz viele hier. Okay, wir sind voll. 20 Stück, das heißt... Wir würden theoretisch...
Dreimal laufen. Ja. Das ist dann so. Das ist okay. Für mein Pavillon, den ich hier bauen möchte, ist das völlig okay. Ich frage mich, wo die ganzen Stöcker hingehen. Ach so, da oben. Ah, okay. Okay. Ja, das macht Sinn. Das macht schon Sinn. Dam, dam, da, da, dam, da, dam, da, dam. Sind das übrigens die Tannenbäume oder? Ich weiß das gar nicht. Wenn ja, mache ich sie gerade kaputt. Achso. Achso, ich kann gar keine mehr einsammeln, sehe ich gerade. Ups. Aber wir haben gleich unseren Pavillon mit Stöckern fertig. Das ist sehr gut. Wie viel brauchen wir noch? 7. Kein Problem. No problem. Na. Und nochmal. So. Oh, ich dachte gerade. Ich dachte gerade. Achso. So. Oh, oh. Wie viel habe ich jetzt? 10. Ich würde gerne noch ein paar sammeln. So. So. Hier haben wir noch. So, das müsste reichen. Für die Falle. Wo, glaube ich, schon wieder ein. Ist da ein Hase drin? Oh ja. Sehr gut. Ach ja, ach ja. Nee, ich hänge fest. So. Ach, das sind wahrscheinlich so viele. Weil wir so tief runtergebaut oder weil das Fundament so tief ist. Ein tiefer See. Erzeugt tiefe Einblicke. Okay, das haben wir erledigt. Ich würde sagen, ich mache jetzt. Oder? Nee, ich glaube, ich lasse das erst noch frei. Ich überlege nämlich, ob ich noch einen zweiten Ausgang auf der Seite mache. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich nämlich dort ein, den Haupt und hier noch so neben. Ja, ich glaube, das werde ich mal machen. Ich muss sowieso gucken, wo ich jetzt als nächstes Bäume fäll. Der braucht jetzt nur noch Baumstämme. 106 Stück brauchen wir. Und ich brauche eine zweite Falle jetzt mal. Hasenkäfig. Den setzen wir einfach hier nebenhin zu den anderen. Ja, jetzt. So. Habe ich 13 Stück? Nein, natürlich nicht. Das war so klar, dass mir da natürlich jetzt die 13 fehlen. Dann gehen wir nochmal eben 13 holen. Guti gut. Guti gut. Sammle ich nebenbei halt noch ein paar Blätter. So. So. So, da liegt noch einer.
Da noch einer. So, das reicht. Hass und Feinde 2. Das ist in Ordnung. So, kann ich da einen Hasen nehmen und den da mal reintun? Den nächsten nehmen und da auch reintun. So, jetzt kann er sich nämlich vermehren. Und ich habe eine Sorge weniger. Wenn da ungefähr 70 sind, wie viel will er denn hier? Ah, okay, 46, alles klar. Nicht so viel, wie ich dachte. Warum habe ich schon wieder Hunger? Der ist auch nur am Essen. Nur am Essen ist er. War ich nicht. War ich nicht. Ich habe nur Hunger. Noch ein Hase. So. Einmal und dann ein paar Blätter anfachen. Ach schön, es gibt wieder lecker Futter. So, jetzt überlege ich gerade. Da hinten die Bäume könnte ich eigentlich auffällen. Das wäre vielleicht sogar näher dran. Ja, warum eigentlich nicht? Nein, 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 nein. Ich wollte gerade wieder einen Fehler begehen und in die falsche Richtung. Gut, dann hole ich jetzt mal den Karren und pflanze mich mal da hinten hin. Hauptsache, ich fliege nicht irgendwie in die Luft. Das wäre nicht so schön. Wo ich gerade überlege, ist das nicht näher dran? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ach, irgendwie schon. Ich weiß doch auch nicht. So. Dankeschön. Ah, er fällt in die richtige Richtung. Das ist sehr schön. Kann das sein, je nachdem in welcher Richtung wir fällen, dass sie auch in der Richtung fallen? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist wirklich so. Nee, ich warte den. Ich will nicht den Stein. Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe gerade gedacht, meine Maus hat gerade Geräusche gemacht. Also hat sie, aber hat sich gerade nach Kannibalen-Einwohner-Geräusche angehört. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Lassen wir mal hier gechillt. Idyllische Ruhe. Ist das herrlich. Obwohl jetzt wahrscheinlich viele sagen, es fehlt Action. Aber finde ich nicht. Ich finde es ja recht schön. Ich brauche keine Action. Ich genieße das. Spiel eher in vollen Zügen, gemütlich in Ruhe.